Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 4. Und bevor wir mit den Türmen weitermachen, wir haben ganz kurz nebenbei, bei mir wurde wieder eingebrochen, oder eher gesagt, hier wurde wieder eingestiegen. Ein Brechen ist eher mit Gewalt. Und diese Person klettert hier rein, klaut Holzkohle, unsere Eisen, Kupfer und Stahlbarren und halt eben die Verbände. Was an sich für mich nicht mal ein Verlust ist. Vor allem, gut, waren jetzt ein paar viele Eisenbahnen, ich glaube, es waren ein 15er Stack bestimmt. Aber um das Eisen wieder reinzukriegen, muss ich gerade mal vielleicht 3 Minuten Eisen buddeln gehen. Das ist für mich kein Verlust, nicht mal ansatzweise. Aber jemand ist ernsthaft hingegangen, hat Schnellreise hierhin gemacht, ist hier runtergelaufen, hat die Mauer überklettert, nur um ein paar Sachen zu klauen, die ich in 3 Minuten neu bekommen kann. Und das Beste ist, wenn diese Person noch keine Stahlwerkzeuge freigeschaltet hatte, hätte sie einfach hier die Blaupause klauen können. Das ist für Stahlwerkzeuge. Das ist irgendwie. Lässt vor allem meine Stahlschaufel und meine Stahlspitzhacke drin liegen. Das waren Werkzeuge, da kann er Stahlbarren draus machen. Genau wie hier. Kupferbarren. Ja. Muss man, glaube ich, nicht ganz verstehen, warum jemand hier einsteigt für die extrem wertlosen Sachen. Lässt Metallteile noch hier rumliegen. Aber gut. Wenn man seine Zeit verschwenden möchte, soll das tun. Gut, heute war ich, wie gesagt, einmal mit dem Turmbau weiter. Ja, diese Ruckler müssen echt mal gefixt werden. Den Turm weitermachen, weil trotzdem muss jemand eiskalt hier hochgebaut haben irgendwie, um ein bisschen Eisen zu klauen. Das ist Zeitverschwendung. So, genau, die Türme. Ich habe mich überlegt, die Türme ein bisschen umzuändern. Ich wollte nämlich doch eckige Türme haben, keine runden. Weil das schließt einfach besser an, finde ich. Und man kann mit den eckigen Türmen auch, finde ich, ein bisschen besser arbeiten. Ich habe hier nur die erste quasi Reihe gebaut. Und an der Seite habe ich dann so halt auch schon mal die Blöcke hochgezogen. Dass wir das schon mal so weit haben. Wenn die Türme stehen, werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge anfangen mit dem Torhausbau. Das wird nämlich. Interessante Dachform. Das wird nämlich, denke ich mal, ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Weil ich livestreame das am Dienstag. Also wenn das Video rauskommt, das kommt bis Montag raus. Also dann am nächsten Tag, am Dienstag. Würde sich zumindest ergeben. Denn ich denke, das Torhaus wird, wie gesagt, neben der Burg selbst das größere Bauprojekt. Will ich ganz gerne auch in einem durchmachen. Um halt weniger Öffnung für die Burg reinzulassen. Ja, guck mal. Gratis Eisen. Okay, wir fangen am besten mal nochmal an. Zu schnell reden ist nicht gut. Fangen am besten mit den Türbögen ganz normal an. Stein müsste ich genug haben. Ich habe noch ein bisschen Stein gesammelt. Und dann hier auf der anderen Seite auch, ne? Genau. Und dann hier einmal die Schießscharten. Wir haben 243 Steine mit dem Stockpile unten. Aber der reicht nicht bis an die hintere Wand. Schade. Ich würde dann mal runterrennen, bis zu später. Wir haben noch 61 im Inventar. Das müsste eigentlich reichen. So, dann einmal zu der Treppe. Die können weg. Den Turm würde ich wahrscheinlich 3 Stockwerke hoch machen. Ich hoffe, das passt von der Stabilität her, weil 2 Stockwerke reichen nicht. Müsste also noch ein drittes dranhängen, damit wir oben auch die Hoardings dranhängen können. So, dann machen wir einmal den hier. So. Kommen dann die Schießscharten noch ganz gut ran. So, und dann können wir jetzt quasi einmal noch hier. Jo. Der steht immer noch drum rum. Jetzt müssten wir hier, glaube ich, eine Reihe komplett mit normalen Wänden machen. Ich glaube, hier kriegen wir nicht sogar eine. Hier würden wir eine hinkriegen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Gute Frage. Ich glaube, die lasse ich aber weg, die Schießscharten. Machen wir eine Etage die Treppe durch. Und dann eine Etage mit einer kleinen Plattform. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Na komm, warum willst du nicht?
Da muss dann erst noch eine Ebene drauf. So, auf jeden Fall schön hoch. Ich denke, das müsste reichen. Dann würde ich aber, glaube ich, hier einen Holzboden reinziehen. Aber ich finde das drei Stockwerke an einem Stück ein bisschen zu... Keine Planken dabei, okay. Da habe ich aber noch einen ganz schönen Vorrat von. Da ich ja die Holzböden auch einbauen wollte. 68 Stück. Gut, Vorrat ist jetzt nicht mehr, aber... Wie viele Stück habe ich denn noch? Nicht mehr allzu viele. Nehme ich direkt mal mit. Na komm. Und dann nochmal ein bisschen Stein. Das dürfte uns recht weit bringen. Also die Planken wahrscheinlich eher weniger, weil die Hoardings obendran auch noch Planken kosten. Da reicht der Vorrat, glaube ich, nicht für. Aber zumindest für die Zwischenböden würde das reichen. Dich wollte ich hier hin haben. So. Jetzt nur noch eine Mauer rum. Genau. Ich hoffe, das hält. Von der Stabilität. Das ist schon recht hoch, was wir gerade haben. Der steht immer noch in der Ecke rum. Aber ich denke mal, es müsste halten. Hier machen Schießscharten keinen großen Sinn. Außer vielleicht hier. Aber ich hätte hier vielleicht doch ganz gerne mal Fenster oben. Vielleicht da eins und gegenüber eins. Es ist hoch genug. Das Einsteigen auch realistisch gesehen hier nicht möglich wäre. Es ist ein echtes Bauwerk, wäre man natürlich, ne? Und ich denke, auf dieser Höhe macht auch Schießscharten nicht mehr ganz so viel Sinn. Weil man irgendwie ganz weit da unten gucken kann. Dann macht das dann doch mehr Sinn, einfach Fenster reinzumachen. So. Dann wäre der erste Turm... Wenn ich die Treppe platziere, eigentlich auch schon fertig von der Grundform her. Dann würden wir hier einmal Holzboden drauf kommen und dann einmal rund um die Hoardings. Ich baue erstmal beide Türme auf die gleiche Höhe. Dann weiß ich nämlich, wie viele Planken ich genau brauche für beide Türme. Das wird auf jeden Fall einiges sein und die Steine haben dann auch alle schon mal verbraucht. Zumindest den Großteil davon. Wird ein Holzdach, also braucht wieder Timber auch eine Menge und Planken. Timber, Planken, Timber haben wir noch ein bisschen, aber Planken müssten wir neue herstellen. Nehmen wir dann die Treppe einmal andersrum. Na komm. So. Genau. Wie gesagt, wir haben ja mal zwei Treppen am Stück. So, dann haben wir die Bauten auch schon mal fertig. So. Und dann einmal den Holzboden. Und sieht immer so schlecht aus, finde ich. Mit den Überdachungen hier. Das hat was, ne? So, dann hier nochmal zwei Fenster ran. Einmal da und einmal... Wir könnten das mal hier hin machen, ne? Man so Richtung Torhaus gucken kann. Ich denke mal, das macht auch ganz gut Sinn. Und dann natürlich einmal... die normalen Wände und einmal die Treppe.
Na, wieso willst du denn nicht? Das war so rum, richtig, ne? Ja. Aber wir haben keine Stöcke mehr. Das ist ein bisschen doof. Die brauchen wir nämlich noch einige. Ups. Falsche Seite. Barbaren sehe ich hier gerade keine. Beschränken sich dann wohl auf unsere Mauer. Okay, sie wollen anscheinend Streit. Meine Armbrust ist dabei. Ja. Der andere ist hängen geblieben. Dankeschön. Wieder zwei gratis Eisenbarren. Sehr schön. Der andere. Wie viele Bolzen habe ich denn noch? Zwei Stück. Reicht für einen. Weitere sehe ich hier auch nicht. Können wir bestimmt keine Armbrustbolzen fallen lassen, oder? Ah, sieht nicht so aus. Schade. Na, hätte sein können. Bestimmt noch irgendwann, dass so welche rumstehen. Ja, da haben wir noch einen. Aber ein Armbrustbolzen. Mein Schwersinn nicht, aber ich finde Nahkampf mit denen immer so ein bisschen nervig. Vor allem da auf den Servern, die ihre Schlaganimation so ein bisschen nicht existent ist. Im Singleplayer sieht man ja nicht mal ganz gut die Schläge von denen, aber im. Na, ist mal ein bisschen komisch. Aber ich denke, man könnte zumindest mal das Schwert wieder runternehmen. Für den Fall. Ja, noch mehr kleine Bäumchen. Ich denke mal, reicht noch nicht. Und das ist ein Hirsch. Ein Reh. Ich sage immer Hirsch, aber naja. Seid euch inzwischen bei mir gewohnt. So, ganz kurz einen Schluck trinken. Bevor meine Stimme verschwindet, das wäre nämlich nicht so interessant, würde ich sagen. Na? Okay, der hat jetzt irgendwie gar nicht gewehrt. Bei mir sind recht. Und weitere zwei Eisenbarren. Das haben wir schon. Vier Eisenbarren. Das waren, glaube ich, zwei Kupferbarren und 10 Metallteile. Und dafür bricht einer bei mir ein. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich sein soll. Für das bisschen. Und lässt dann die Stahlwerkzeuge in der Kiste liegen und lässt vor allem die Rehfälle liegen. Das ist irgendwie. Nein. Ist deren Zeit, nicht meine. Wer ist eigentlich gerade online? Oh, nur mit zwei, okay. Jetzt haben wir ja noch ein paar Kinder mitnehmen. In diesen großen Büschen hier. Oder auch nicht, okay. Mentas voll. Ja, dann müsste auf jeden Fall dann ein Stück weit kommen noch. Ja, nicht runterfallen. Das wäre hier, glaube ich, nicht so gesund. Packen wir mal eben kurz die Sachen in die Schmelze. In den Ofen. Wo auch noch Holzkohle drin ist, die auch hätte klauen können. So, die. Das andere Schwert ist da, sehr schön. Und mehr Schädel. Und unsere Schädelsammlung wächst langsam. So, einmal dich und zweimal dich. Hier was zum Wegtun.
Ein bisschen Essen haben wir noch, ja. Das können wir nicht schnell essen. Wir haben noch mehr Gulasch. Nee, Steaks. Einmal Gulasch. Ich glaube, das behalten wir mal. Dann können die Wurzeln wieder hier rein. So. Sehr schön. Können wir da Barren reinpacken. Und natürlich noch mehr Metallteile. Ich glaube, wir brauchen für die mechanischen Teile sehr viel Metallteile, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die kosten immer recht viel. Wobei, die kosten gar nichts. Okay. Anscheinend nur für die Säge. Ein bisschen enttäuschend, müsste ich sagen. Weil da hätten wir zumindest einen Wert für die ganzen Kupfer und so Erze gehabt, weil die brauchen ja im Grunde genommen gar nicht mehr. So, ob man halt Stahl hat. Aber gut. Dann mal schnell den Rest fertig machen. Ich wollte die Treppe platzieren, genau. So. Ja, das Message. Kann ich nichts machen, keine Ahnung. Er akzeptiert nicht, dass ich ihm sage, er soll nichts posten, aber anscheinend postet er immer noch. Das ist ein ziemlich doofer Mod. Der weigert sich, auf mich zu hören. So. Genau, jetzt haben wir beide Ebenen gleich hoch. Jetzt haben wir der Holzboden bei beiden am besten rein. Können jetzt zwei Bretter reinmachen, also zwei. So. Ein paar Fackeln müssen wir noch rein, damit ein bisschen heller drin ist. Nicht so duster. Und das gleiche einmal hier. So. Jetzt ist die Frage, die Planken reichen nicht. Garantiert sogar nicht. Stein brauchen wir auch jetzt erstmal keinen mehr. Denn die restlichen Gebäudeteile sind aus Holz. Ja, gut. Da außen noch rennen. Können die einmal weg. Timbervorrat. Nicht gut, nicht gerade viel, aber eventuell reicht es. Kann man eigentlich schon Planken kaufen eigentlich? Wie viele kriegt man denn dann eigentlich dafür? Kann man. 120 Stück. Für ein Quarter Noble. Ist gar nicht so teuer eigentlich. Balls of Clay sind 250 Clay. Okay, das sind immer ganze Stacks. Aber 120 für ein Quarter Noble, das ist günstig. Das kann man damit ja ganz gut verkaufen eigentlich. Ein Penny für einen Schädel. Naja. Und 15 Planken für 3 Penny. Moment, Gulasch? Ein Quarter Noble und 5 Penny. Wisst ihr was? Wenn wir wirklich 120 Stück kriegen, dann ist das doch deutlich sinnvoller, als jetzt rauszurennen, das Zeug zu farmen, würde ich mal so spontan sagen, oder? Moment mal, ich kann die, glaube ich, auch für die Steuern benutzen. Wie viel habe ich noch? 2 Tage mit den 5 Stück, die bringen mir jeweils 2 Stunden. Passt. Weil 120 Planken im Grunde genommen gratis zu kriegen, ist auch nicht schlecht, ne? Müssen wir sagen, gleich wieder runter, die eben holen gehen, aber ich möchte zumindest mal gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen
zumindest die Umrandung platzieren. Aufs Dach. So. Die können weg. Das kann auch weg. Dann brauchen wir einmal die... Am besten mit Schießscharten, also mit Mörderlöchern. Ne, Schießscharten. So. Ich glaube, das müsste... Genau. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht, das dazu benutzen, oder? Wobei, da hat sich das Bauen auch so ein bisschen rumglitscht. Das sieht man nicht ganz bauen lassen, dann spinnen sie rum. Nehmen wir mal die normalen offenen, wie sonst auch immer. Ich denke, das passt am besten. Ich muss im Grunde genommen einfach nur zwei Stück pro Turm platzieren. Das kann ich von oben machen. So. Ich mache mal so weit, wie ich von unten kann. Was nicht sonderlich viel ist. Ich habe eigentlich Steuerung gedrückt gehalten, aber eben gerade beim Drehen. Na komm. So. So. Jetzt müsste unsere Sache noch eigentlich angekommen sein. Das war knapp. Tatsächlich, 120 Stück. Nicht schlecht. Der Timber ist ein bisschen knapp, aber es müsste eventuell gut reichen. Hoffe ich zumindest. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht, ne? Hier sind nur ein... Gut, zwei Schläge. Es geht also recht schnell. Die Fenster gucken kann man noch problemlos, oder? Ja. Sehr schön. Das klappt noch alles. Hier ist natürlich die Frage, kriege ich das irgendwie an der Seite gelehnt? Gibt's da jetzt nicht, ne? Ich meine, ich könnte den Spectator benutzen. Den müsste jeder benutzen können, eigentlich mit der Taste F8. Aber ich fühle mich da nicht so gut bei, den zu benutzen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Ich glaube, ausnahmsweise muss ich es mal machen. Ressourcen will ich jetzt trotzdem dabei machen. Wir machen ganz kurz ein pro Seite, das passt am besten. So. Also man müsste ihn, jeder müsste ihn benutzen können, theoretisch. Das ist kein Admin-Tool. Wer nicht, wäre ziemlich doof. Weil eigentlich habe ich die Option eingeschaltet. So. Na, die Hitbox ist echt merkwürdig von den Dingern. Und einmal so. Ich glaube, einen Turm kriegen wir zumindest halb fertig heute. Also fast fertig. Halb fertig wäre eher nur die Mauern gewesen. Ja, das passt aber ganz gut. Jetzt kommen noch die Hoardings einmal drauf. Man hat mal 14 Timber übrig, das reicht also nicht ganz. Also müssen wir wohl oder übel Timber farmen gehen. Na, guck mal. Aber zumindest steht die Form schon mal. Zumindest haben wir so ein paar noch gebaut. Noch 5.
kosten 2, oder? Ne, die kosten noch 3, okay. Aber zumindest ein Stück weit. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.